Ja, meine lieben Freunde, ich wollte euch ganz kurz mal auf etwas aufmerksam machen. Und zwar heute startet um 17 Uhr das Yoshi Volleyball Let's Play hier auf meinem YouTube-Kanal. Gestern haben wir das ja gelivestreamt und davon kommen die Szenen heute eben für euch online. Und der Soundtrack ist alleine schon wieder so göttlich, dass man einfach feiern muss. Davon habe ich heute Nacht im Übrigen schon geträumt, so durch bin ich. Meine lieben Freunde, es gibt deswegen etwas zu sagen, weil zwei Videos jeweils kommen werden. Und zwar mache ich ein kleines Experiment nämlich mit euch. Denn wir haben ja im Livestream, für die Leute, die die Livestreams gucken oder zum Beispiel Portal gesehen haben, haben wir ja das Livestream-Design, pipapo. Und ich werde das auch so hochladen mit allem drum und dran. Mit der Facecam eben und mit dem Chat und pipapo. Aber es gibt ja auch Menschen, die das nicht so mögen. Huch. Gleich das Mikro umgebracht. Es gibt ja auch Menschen, die das nicht so mögen. Und für die wird es jetzt eine Alternative geben. Das ist im Übrigen auch vielleicht die Leute, die es auf Twitter gelesen haben, auch der Grund, warum es einen neuen Kanal von mir gibt. Dazu aber erst in ein paar Wochen was. Und zwar tatsächlich, es wird eine Version geben. Beide Versionen kommen pünktlich um 17 Uhr. Wird es eine Version geben mit dem Stream-Layout, mit der Facecam und pipapo. Und es wird eine Version geben, so wie zu den alten Zeiten, ohne Facecam. Einfach nur meine Stimme und das Let's Play. Denn ich weiß, es gibt wirklich einige von euch, die wollen halt einfach nur das Spiel sehen und nebenbei dann ein bisschen zuhören und wollen den ganzen Drumherum-Quatsch nicht haben. Es gibt aber natürlich auch Leute, die genau das wollen, so wie es in den Streams ist. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, fuck that, ich lade einfach beides hoch. Ich lade euch das aus dem genauso aus dem Livestream hoch, wie es ist. Und ich lade euch das normale Let's Play ohne Facecam, nur mit Spiel, nur mit Stimme hoch. So. Das werde ich natürlich jetzt nicht bei jedem Projekt machen und schon gar nicht alles auf demselben Kanal, weil sonst wird ja alles arg hart zugemüllt. Ich werde das mit dem Yoshi Volleyball Let's Play jetzt einfach nur mal testen, wie das überhaupt bei euch ankommt. Und ansonsten würde ich das ganz gerne dann staffeln, sodass ich wahrscheinlich das Stream-Layout immer auf diesem Kanal hochlade und die normalen Let's Plays einfach nur ohne Facecam, einfach nur als normales Let's Play, dann auf diesem anderen Kanal, den ich erstellt habe. Aber dazu wirklich erst in ein paar Wochen was, wenn das System alles steht. Jetzt wird das mit Yoshi Volleyball mal getestet. Würde mich freuen, wenn ihr das mir dann jeweils in die Kommentare schreibt, ob euch das so gefällt, wie ihr das annehmt. Zeigt es dann Daumen hoch, Daumen runter, pipapo. Und ja, so wird das jetzt einfach mal getestet, meine lieben Freunde. Heute um 17 Uhr geht's los. Ich freue mich sehr, denn im Stream haben wir schon hart gefeiert. Ich hoffe, dass ihr das natürlich dann auch dementsprechend feiert. Wir werden eine Menge Spaß haben zusammen. Und ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich weiß, dass ansonsten sehr viele Fragen kommen, warum es zweimal hochgeladen wird. Aber jetzt wisst ihr es. Fragen geklärt. Arrivederci.